بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. Wir machen weiter inshallah ta'ala mit der Ayah 2 in Surat Al-Baqarah. Hudan lil-Muttaqin, Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. As-Sa'di sagt noch einmal Seite 25, es gibt zwei Arten von Rechtleitung. Die Rechtleitung der klaren Darlegung, ich nannte es Aufklärung, und die Rechtleitung des Gelingens. Ja, ich hatte gesagt, unterstützend. Also das Erste ist, die Information zu bekommen, das ist eine Rechtleitung, und dann demgemäß zu handeln, dass Allah dich dazu leitet, das ist die besondere Rechtleitung, also die zweite Form der Rechtleitung. Dann geht es weiter. Drittens, die an das der menschlichen Wahrnehmung verborgene Glauben, zum Beispiel an die Engel und an den Tag der Auferstehung, das rituelle Gebet verrichten und von dem spenden, was wir ihnen als Versorgung gewähren, und zwar sowohl Zakat als auch freiwillige Spenden. As-Sa'di sagt auf Seite 25, die an das verborgene Glauben, es geht also nicht darum, an sinnlich wahrnehmbare Dinge zu glauben, denn darin unterscheidet sich der Muslim nicht vom Kafir. Vielmehr geht es darum, an das Verborgene zu glauben, also an das, was wir nicht sehen oder erleben können. Also Al-Ghaib, das Verborgene, ist, wie in der Koranübersetzung erwähnt, was der menschlichen Wahrnehmung verborgen ist. Also was man mit den eigenen Sinnen nicht wahrnehmen kann. Das ist Al-Ghaib. Und das ist die erste Eigenschaft der Gottesfürchtigen. Zum Beispiel an die Engel, an den Tag der Auferstehung und so weiter zu glauben. Dann die zweite Eigenschaft, das rituelle Gebet verrichten. As-Sa'di sagt auf Seite 26, dann sagt er, die das Gebet verrichten. Er sagt nicht, die das Gebet machen. Yuqimun as-Salah. Und nicht yusalluna oder yaf'aluna as-Salah. Yuqimun as-Salah. Was ist der Unterschied? Er sagt, Allah sagt nicht, die das Gebet machen oder die mit dem Gebet ankommen, also Yawm al-Qiyamah ankommen, denn es reicht nicht, einfach nur dem äußeren Anschein nach zu beten. Das Gebet zu verrichten bedeutet, es nach außen hin korrekt zu verrichten, Nummer eins, also mit allen Säulen, obligatorischen Bestandteilen und Bedingungen, und es, Nummer zwei, auch innerlich zu verrichten, indem man auf das Wesen des Gebets achtet. Dies bedeutet, dass das Herz im Gebet anwesend ist und dass man darüber nachsinnt, was man im Gebet tut und sagt. Also diese Sätze, liebe Geschwister, sind fantastisch. Und das ist die Rede von Gelehrten, das ist immer so konzentrierte Ballung an Informationen und an Lehren. Er sagt also, Gebet zu verrichten hat zwei Bedingungen. Einmal, dass du die Säulen, die Bedingungen und so weiter einhältst, ja, also diese Bewegungen, Aussagen. Und die innere Dimension. Und dann erklärt er dir, was ist diese innere Dimension? Also, dass dein Herz anwesend ist. Das ist Demut. Das ist die Definition von Demut. Was ist Demut? Demut ist die Anwesenheit des Herzens. Jetzt erklärt er dir dann, wie kommst du zur Demut? Und zwar, indem man darüber nachsinnt, was man im Gebet tut und sagt. Okay? Also Demut ist was, oder wie komme ich zu Demut? Indem ich nachsinne, Überlegungen anstelle, was mache ich gerade im Rukur, was mache ich gerade, ich sage Alhamdulillah Rabbil Alamin, was bedeutet das? Ja. Anschließend, also Sa'di sagt dann weiter unten, anschließend sagt er, und die von dem, womit wir sie versorgt haben, ausgeben. Dazu gehören einerseits verpflichtende Ausgaben wie die Zakat oder der Unterhalt von Familie, Verwandten sowie Sklaven, gut, das war früher mal der Fall, sowie andererseits erwünschte Ausgaben auf jegliche gute Weise. Also die Zakat oder verpflichtende Ausgaben, aber auch Spenden. Allah verwendet hier die Präposition von, also وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. As-Sa'di sagt, er verwendet hier die Präposition von, auf Arabisch min.
die darauf hindeutet, dass es um einen Teil geht, um sie daran zu erinnern, dass er nur einen kleinen Teil von ihrem Besitz möchte. وَمِمَّ Nicht alles, was Allah dich mit dir, also was Allah dir an Versorgung gegeben hat, musst du spenden. Nein, nein, ein Teil davon. Sodass es ihnen weder schadet noch schwerfällt, sondern sowohl sie selbst als auch ihre Geschwister von der Spende profitieren. In seinen Worten, das, womit wir sie versorgt haben, razaqnahum, liegt ein Hinweis darauf, dass ihr den Besitz, der euch zur Verfügung steht, nicht durch eigene Kraft und Macht erlangt habt. Also sehr schöne Weisheiten aus ein und derselben Ayah. Warum erwähnt Allah sehr oft im Koran Gebet und Zakat oder Spende? Weil das Gebet ist das Recht Allahs, also eines dieser Rechte, vertretend für alle Rechte Allahs, die man beachten muss als Muslim. Und das andere ist das Recht der Gesellschaft. Zakat ist das Recht der Gesellschaft, der Geschöpfe, ein Recht. Und so erklärt dir diese Ayah, was der Islam ist. Der Islam besteht aus deiner Beziehung zu Allah und dass du die Rechte einhältst und deine Beziehung zu den Geschöpfen und dass du ihre Rechte einhältst. Dann bist du ein Gottesfürchtiger. Also wenn du glaubst, die Rechte Allahs einhältst, die Rechte der Menschen einhältst, dann bist du ein Gottesfürchtiger. Heißt im Umkehrschluss, ist da irgendeine Baustelle, hapert es mit der Gottesfurcht. Du kannst nicht sagen, ich bete, aber ich vernachlässige die Rechte meiner Geschwister oder Menschen, Nachbarn und so weiter und so fort. Dann hast du ein falsches Verständnis von Gottesfurcht. Dann geht es weiter. Viertens, und die an das glauben, was dir, also o Prophet, sallallahu alaihi wasallam, als Offenbarung hernab gesandt wurde und an das, was den Propheten vor dir als Offenbarung hinabgesandt wurde und die fest an das Jenseits glauben. As-Sa'di sagt auf Seite 27, anschließend sagt er, und die an das glauben, was zu dir an Offenbarung herabgesandt worden ist, nämlich den Koran und die Sunna. Beides, Koran und Sunna. Seine Worte, Seite 28, seine Worte und was vor dir herabgesandt wurde, beinhaltet den Glauben an die vorangegangenen Bücher. Also ein Muslim glaubt an den Koran und an die vorangegangenen Bücher. Natürlich an die im Original offenbarten Bücher. Aber wir glauben natürlich, dass die anderen Bücher gefälscht wurden. Anschließend sagt er, und die vom Jenseits überzeugt sind, das Jenseits, Akhirah auf Arabisch, ist die Bezeichnung für das, was nach dem Tod kommt. Also hier erwähnt er die Definition von Akhirah. Was ist Akhirah? Definition ab dem Tod. Alles, was ab dem Tod kommt, das ist Akhirah. Dann geht es weiter. Sie sind es, Ayah 5, die der Rechtleitung ihres Herrn folgen. Und sie sind es, die im Diesseits und im Jenseits erfolgreich sein werden. As-Sa'di sagt auf Seite 28, jene, also die, die sich durch diese lobenswerten Eigenschaften kennzeichnen, verfahren nach einer Rechtleitung von ihrem Herrn, also nach einer großartigen Rechtleitung, denn die indeterminierte Verwendung, unbestimmte Verwendung des Nomens dient der Verherrlichung. Das bedeutet also, Allah subhanahu wa ta'ala sagt in der Ayah, Ula'ika ala hudan. Hudan, nicht al-huda, hudan, also unbestimmt. Was bedeutet das, wenn es jetzt unbestimmt ist? Also nach einer großartigen Rechtleitung, denn die unbestimmte Verwendung des Nomens dient der Verherrlichung. Also wenn hier kein Artikel erwähnt wurde, soll was das verdeutlichen, dass es etwas Gewaltiges ist. Ja, das ist auch ein rhetorisches Mittel. Nächste Ayah, Nummer 6. Wahrlich, was aber diejenigen betrifft, die beharrlich ungläubig sind, so ist es einerlei, ob du sie warnst oder nicht warnst. Sie glauben nicht. Also die ersten 5 Ayat, liebe Geschwister von Surat al-Baqarah, befassen sich mit den Gottesfürchtigen.
Okay? Jetzt geht es um die Ungläubigen. Wahrlich, was aber diejenigen betrifft, die beharrlich ungläubig sind, so ist es einerlei, also so ist es gleichgültig, ob du sie warnst oder nicht warnst, sie glauben nicht. Hier muss man natürlich wissen, Allah Azza wa Jalla sagt nicht, es wird nie ein Ungläubiger zum Glauben finden. Natürlich haben Ungläubige zum Glauben gefunden. Sondern entweder, er meint bestimmte Ungläubige zur damaligen Zeit, wie Abu Lahab, er wird nie glauben, hat es auch nicht gemacht, und Abu Jahl. Oder er meint eben, dass viele so sind. Also nicht, dass jemand sagt, aber Sekunde mal, es gab doch Leute, die konvertiert haben und immer noch konvertieren. Ja, ja, das ist ja nicht damit gemeint, sondern gemeint ist damit, dass entweder bestimmte Personen damals nicht glauben werden, egal wie lange du mit denen redest, wie Abu Lahab, oder gemeint ist, sehr viele von den Ungläubigen, egal wie viel du redest mit denen, die wollen es nicht kapieren und werden auch nicht glauben. Dann geht es weiter. Sie versuchen, Allah und die Gläubigen zu täuschen. Entschuldigt, das war Ayah 7. Denn Allah hat ihre Herzen und ihr Gehör versiegelt und über ihren Augen liegt ein Schleier. Also, sodass sie die Wahrheit trotz ihrer Offenkundigkeit nicht mehr wahrnehmen können. Das bedeutet Schleier vor ihren Augen. Und sie werden am Tag der Auferstehung gewaltige Qual erfahren. So, Allah hat ihre Herzen und ihr Gehör versiegelt. Weil sie es verdient haben, weil sie die Wahrheit nicht wollten. Denn Allah subhanahu wa ta'ala leitet denjenigen in die Irre, der die Wahrheit gar nicht erfahren möchte. Also nicht, dass man denkt, diese armen Leute, die wollten eigentlich die Wahrheit erfahren, aber Allah hat es nicht erlaubt. Allah ist nicht ungerecht. Allah ist liebevoll. Allah freut sich, wenn jemand bereut. Sondern was bedeutet, Allah hat ihre Herzen und ihr Gehör versiegelt als Strafe. Das war das Resultat dafür, dass sie gar nicht die Wahrheit erfahren wollte. Diese zwei Ayat befassen sich mit den Ungläubigen, Kuffar. Jetzt kommen um die 10 Ayat, die befassen sich mit den Heuchlern, Al-Munafiqun. Ayat 8. Unter den Menschen gibt es manche, die sagen, wir glauben an Allah und an den letzten Tag, aber in Wirklichkeit glauben sie nicht. Sie versuchen, Allah und die Gläubigen zu täuschen. Tatsächlich aber täuschen sie nur sich selbst, ohne sich dessen bewusst zu sein. Nämlich, dass Allah, der ihr Innerstes kennt und was noch verborgener ist, ihren Täuschungsversuch entlarvt. Also das ist die Erläuterung, was es bedeutet, dass Allah sie täuscht. Also er wird ihre Intrige entlarven. Spätestens, schon in der Dunya, aber allerspätestens, Yawm al-Qiyamah, wie wir gleich sehen werden. Seite 31 in Tafsir al-Sa'di. Al-Sa'di, rahimahullah, sagt, Heuchelei bedeutet, dass man nach außen hin Gutes zeigt und im Inneren Schlechtes hegt. Also das ist eine Definition der Heuchelei. Auch muss man wissen, dass es Heuchelei in Bezug auf den Glauben und Heuchelei in Bezug auf die Taten gibt. Also du schreibst als Anmerkung, Kommentar, Fußnote, zwei Formen der Heuchelei. Heuchelei im Glauben, Heuchelei in den Taten. Heuchelei hinsichtlich der Taten, also im Glauben ist klar, man behauptet, man glaubt an Allah und den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, man glaubt aber eigentlich nicht. Das ist Heuchelei im Glauben. Was ist Heuchelei in den Taten? Und die erste Form Heuchelei im Glauben ist Kufr. Das ist kein Muslim. Aber die Heuchelei in den Taten ist kein Kufrakt. Das ist ein Muslim. Aber in ihm ist eine Form von Heuchelei. As-Sa'di sagt, Heuchelei hinsichtlich der Taten ist das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam genannt hat. Also im Hadith, die Zeichen des Heuchlers sind drei. Wenn er spricht, lügt er. Wenn er etwas verspricht, bricht er es. Und wenn ihm etwas anvertraut wird, veruntreut er es. In einer anderen Überlieferung heißt es, und im Streit wird er ausfallend, also vulgär. Ja, fängt an zu beleidigen und so weiter. Heuchelei in Bezug auf den Glauben bedeutet, dass man aus dem Islam austritt. Okay, das ist also die Definition von Heuchelei.
Jetzt erklärt uns As-Sa'di rahimahullah, warum Allah hier diese Ayat erwähnt. Nicht vergessen, Surat al-Baqarah ist mekkanisch oder medinensisch? Medinensisch. In Mekka gab es keine Heuchler. Also die Mekkaner, die Polytheisten, die haben klar und deutlich gesagt, wir glauben nicht. In Medina gab es Heuchler. Jetzt sagt As-Sa'di, vor der Auswanderung des Gesandten sallallahu alaihi wasallam von Mekka nach Medina gab es keine Heuchelei. Als Allah bei der Schlacht von Badr den Gläubigen den Sieg verlieh und sie stärkte, war dies eine Erniedrigung für diejenigen, die in Medina waren und noch nicht zum Islam konvertiert waren. Und so gaben sich einige aus Furcht nach außen hin in betrügerischer Weise als Muslime aus, um ihr Leben und ihren Besitz zu retten. Also du schreibst, Heuchelei in Mekka nicht vorhanden, erst in Medina. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wir waren bei 8. Ayah 9, sie versuchen Allah und die Gläubigen zu täuschen, tatsächlich, ja das hatten wir, ja, Ayah 10, denn in ihren Herzen, also in den Herzen der Heuchler, ist die Krankheit des Zweifels. Im Koran steht Krankheit, Marad. Was für eine Krankheit? Steht in der Übersetzung als Kommentar, des Zweifels. Und so mehrt Allah ihren Zweifel auch hier wieder als Resultat. Also nicht, dass sie die Wahrheit wollten, aber Allah will nicht, dass sie glauben, im Sinne von, sie haben es zwar versucht, aber Allah hindert sie. Hasha. Hasha bedeutet also, frei ist Allah von dieser Unterstellung. Sondern sie wollten den Glauben nicht, also bitteschön, dann bekommt ihr umso mehr Zweifel. Als Strafe. Und das ist eine wichtige Regel. Wer sündigt, die schlimmste Strafe einer Sünde ist, dass du nochmal sündigen wirst. Wenn du nicht bereust. Bereust du, rettet dich Allah. Bereust du nicht, dann ist die erste Strafe überhaupt, dass du nochmal sündigst. Dass Allah dich nicht rettet vor der nächsten Strafe, vor der nächsten Sünde. As-Sa'di sagt auf Seite 33, seine Worte über die Heuchler, in ihren Herzen ist Krankheit und da hat Allah ihnen die Krankheit noch gemehrt. Die Übersetzung im Buch Sa'di ist hauptsächlich von Bubenheim. Also nicht, dass ihr denkt, warum ist die unterschiedlicher. Also im Buch wurde noch die Übersetzung von Bubenheim und Co., ja, wie heißt der andere? Nadim Ilyas und Bubenheim, Frank Bubenheim. Aber wir kommentieren ja die andere Übersetzung, ja, von Sheikh Nail und Co., also wie die da dabei mit übersetzen. So. Also seine Worte über die Heuchler, in ihren Herzen ist Krankheit und da hat Allah ihnen die Krankheit noch gemehrt, verdeutlichen die Weisheit des Erhabenen bei der Einschätzung der Auflehnung der Ungehorsamen und dass er sie wegen ihrer vorausgegangenen Sünden mit weiterem Ungehorsam prüft, der unweigerlich eine Strafe nach sich zieht, wie der Erhabene sagt, und wir kehren ihre Herzen und ihr Augenlicht um, so wie sie das erste Mal nicht daran geglaubt haben. Surat al-An'am, Sure 6, Ayah 110. Also, damit wir verstehen, was heißt, Allah leitet in die Irre. Ja, was kann dann der Mensch dafür? Nee. Allah leitet in die Irre jenen, der die Rechtleitung gar nicht will. Es ist also eine Strafe. Nicht jemand will die Rechtleitung, aber er erlaubt es dir nicht. Nee, wenn du die Rechtleitung willst, aufrichtig bist, dann gibt Allah dir die Rechtleitung. Aber wenn du die Rechtleitung nicht willst, dann wird dich Allah azza wa jal in die Irre leiten. Ayah 11, wenn zu ihnen gesagt wird, richtet durch euren Unglauben und eure Sünden kein Unheil auf Erden, entgegnen sie, wir sind doch Leute, die Frieden und Ordnung stiften. Und das ist immer in der Heuchelei so. Ja? Also er sagt, er malt das so, als ob er etwas Gutes macht, obwohl er etwas Schlimmes macht. As-Sa'di sagt auf Seite 33, Unheil, mit Unheil ist was hier gemeint? Unglaube und Ungehorsam gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Ayah 12, hört, tatsächlich sind sie Leute,
die Verderben stiften, aber sie sind sich dessen nicht bewusst. Also sie wollen es nicht einsehen. 13. Und wenn zu ihnen gesagt wird, glaubt doch, so wie die Menschen gemeint, also so wie die Menschen, gemeint sind die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also, und wenn zu ihnen gesagt wird, glaubt doch, so wie die Menschen glauben, mit Menschen ist wer gemeint? Die Sahaba. Antworten sie spöttisch, sollen wir vielleicht glauben wie die Schwachsinnigen? Hört, in Wirklichkeit sind sie selbst die Schwachsinnigen, aber sie wissen es nicht. Also, schwachsinnig, in andere Übersetzungen sagen die Toren, also die Unvernünftigen. Ja, sie sagen, sollen wir glauben wie diese Sahaba, die haben ja gar nichts drauf, sollen wir so werden wie sie? Aber wer ist derjenige, der schwachsinnig ist, unvernünftig ist? Es sind diese Heuchler. Seite 35, Tafsir al-Sa'di. Wenn zu den Heuchlern gesagt wird, glaubt wie die Menschen glauben, also wie die Sahaba, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, nämlich mit dem Herzen und der Zunge, sagten sie fälschlicherweise, sollen wir glauben wie die Toren glauben, damit meinen sie, möge Allah sie tadeln, die Sahaba. Hier ein wichtiger Punkt, liebe Geschwister, nicht, dass man es Sheikh Sa'di rahimahullah falsch versteht. Und zwar sagt er hier, nämlich mit den Herzen und der Zunge. Ja, wo sind die Taten? Aqidat Ahlus Sunnah und Jama'ah ist doch, dass Iman im Herzen ist, Zunge und Taten. Ja, aber das ist ja das, was bei den Heuchlern ja nicht gefehlt hat, die Taten. Also was hat bei den Heuchlern gefehlt? Gefehlt hat ihr klares Bekenntnis im Herzen. Aber sie haben ja Gutes getan. Also offenkundig, sie gehen in die Moschee, tun so, als ob sie Muslime sind. Also Sa'di definiert hier nicht den Iman. Nicht, dass man denkt, oh, Sa'di, Murji, und so weiter und so fort. Ja. Sondern es geht hier nicht um die Definition von Iman, sondern es geht darum, wo liegt das Hauptproblem bei einem Heuchler? Dass er nichts tut? Doch, der tut doch so, als ob er ein Muslim ist. Geht in die Moschee, betet. Ja, Morgen- und Isha-Gebet ist für ihn schwierig. Aber er handelt. Aber das ist doch das Problem, dass sein Inneres eben nicht richtig ist. Ja? Also nicht, dass man denkt hier, das sei eine Definition, weil Sa'di rahimahullah an vielen Stellen in seinem Tafsir erklärt hat, Iman ist Verinnerlichung im Herzen, Aussprache mit der Zunge und Umsetzung mit den Taten. Okay, dann geht es weiter. Wenn sie den Gläubigen begegnen, sagen sie, wir glauben wie ihr. Das ist ja die Heuchelei. Und wenn sie mit ihren Satanen, also Allah sagt Shayatin, also die Satane, wer ist gemeint mit diesen Satanen? Ihre Anführer. Das ist damit gemeint. Wenn sie dann mit ihren Satanen, also ihren Anführern zusammen sind, sagen sie, wir sind wahrlich auf eurer Seite, wir treiben nur unseren Spott mit den Gläubigen. As-Sa'di auf Seite 36 sagt, also, wenn sie mit ihren Teufeln alleine sind, also ihren Anführern in Bezug auf das Böse. Das heißt, sie wollen die Muslime auf den Arm nehmen. Das bedeutet, wir treiben nur unseren Spott mit den Gläubigen. Also wir nehmen sie auf den Arm. Dann sagt Allah, Allah aber treibt seinen Spott mit ihnen. Also sie werden genau das Gegenteil erfahren. In der Übersetzung wird jetzt erläutert, was heißt das? Indem sie nur im Diesseits wie Muslime behandelt werden und er lässt sie in ihrer hochmütigen Auflehnung blind umherirren. Also sie wollen Allah reinlegen und die Gläubigen reinlegen, aber sie werden eben Yawm al-Qiyamah erfahren, wer am Ende der Bessere ist. Ja? Wer wurde dann reingelegt? Weil in der Dunya lässt Allah sie. Okay, ihr sagt, ihr seid Muslim, okay, dann lebt. Und ja, Rasulallah, alayhi salatu wassalam, du sollst sie behandeln, als ob sie Muslime sind. Bitteschön. Aber Yawm al-Qiyamah, was sagt es Sa'di auf Seite 36? Und zu seiner Verhöhnung, also hier wurde Verhöhnung übersetzt, zu seiner Verhöhnung der Heuchler am Tag der Auferstehung gehört, dass er ihnen gemeinsam mit den Gläubigen ein deutliches Licht gibt. Doch während die Gläubigen in ihrem Licht gehen, also Yawm al-Qiyamah, werden die Gläubigen Licht haben. Die Ungläubigen haben kein Licht.
das Licht der Gläubigen, unter anderem durch ihr Wudu. Also die Stellen des Wudu werden hell leuchten. So, und die Heuchler, die sagen, wartet, wir sind doch Muslime, wisst ihr noch früher, wir waren doch mit euch. Also lässt sie erst einmal Allah azza wa jalla, okay, ihr seid Muslime, bitteschön. Wie geht's dann weiter? Doch während die Gläubigen in ihrem Licht gehen, erlischt das Licht der Heuchler und sie bleiben nach dem Licht ratlos in der Dunkelheit zurück. Bitteschön, jetzt sind die reingefallen. Sie wollten, und das ist immer so bei Allah azza wa jalla, wie du Allah behandelst, so behandelt Allah dich. Du wolltest Allah reinlegen, bitteschön. Es gibt keine größere Verzweiflung als die, die auf Hoffnung folgt. Allah sagt, in Surat al-Hadid wurde das erwähnt, Sure 57, Ayah 14, sie rufen ihnen zu, die Heuchler rufen den Gläubigen zu. Waren wir nicht mit euch? Sie werden sagen, ja doch, aber ihr habt euch selbst der Versuchung ausgesetzt, ihr habt abgewartet und gezweifelt. Ja, ihr wart keine Gläubigen. Also Allah sagt auch in diesen Ayat, so wird eine Mauer zwischen den Gläubigen und den Heuchlern aufgestellt, sodass sie nicht mehr im Lichte der Gläubigen wandern können. Möge Allah uns vor Heuchelei bewahren. 16. Sie sind es, die die Rechtleitung, also das heißt den Glauben an Allah und an seinen Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, gegen den Irrtum, also den Unglauben, eingetauscht haben, aber ihr Handel bringt ihnen weder irgendeinen Gewinn, noch sind sie auf dem richtigen Weg. As-Sa'di sagt, Seite 37, sie haben sich den Irrtum ausgesucht wie ein Käufer, der sich eine Ware wünscht und bereit ist, einen hohen Preis dafür zu zahlen. Dies ist eines der besten Beispiele, denn hier steht der Irrtum, der das Allerschlimmste ist für eine Ware, und die Rechtleitung, die das Allerbeste ist für den Preis. Sie tauschen die verschmähte Rechtleitung gegen den gewünschten Irrtum. Also sie hassen diese Rechtleitung. Sie tauschen das um gegen ihren gewünschten Irrtum ein. Und dies ist ihr Handel. Ja, also anstatt, dass sie die Akhira kaufen, verkaufen sie die Akhira, um diese Dunya zu erlangen. Was für ein schlechtes Geschäft sie doch abgeschlossen haben. Ayah 17. Ihr Gleichnis, also das der Heuchler, ist das dessen, der ein Feuer entzündet. Allah erwähnt Gleichnisse. Und das macht Allah Azza wa Jalla sehr oft im Koran, Gleichnisse. Denn Gleichnisse, also Beispiele, erklären dann ein Thema umso besser. Ja, und deswegen gibt es Gleichnisse. Und unter anderem Ibn al-Qayyim rahimahullah hat ein gesondertes Buch darüber geschrieben, die Gleichnisse Amthalul Quran. Also ihr Gleichnis, also das der Heuchler, ist das dessen, der ein Feuer entzündet. Wir haben jemanden, der macht jetzt ein Feuer. Wenn es dann alles um ihn herum hell erleuchtet und er meint davon profitieren zu können, nimmt Allah ihnen das Licht weg und lässt sie in Finsternissen zurück, sodass sie nicht sehen können. Schauen wir uns Fußnote 19 an. Der Satz begann im Singular, der ein Feuer entzündet, einer, und endet im Plural, ihnen, Allah nimmt ihnen das Licht weg. Da in der Regel das Feuer von einer Person entzündet wird, aber einer ganzen Gemeinschaft dient. Ja, also das heißt, es kann auch sein, dass es nur einen Anführer gibt, ja, aber dann leiden auch darunter die anderen Menschen, die ihnen folgen. Mit dem Licht ist der Islam gemeint, Fußnote 20, mit dem Licht ist der Islam gemeint, den die Heuchler im Diesseits vorgeben. Ja, sie sagen, ja, wir haben den Islam angenommen. Im Jenseits ist es weg. Dieses Licht haben sie nicht mehr. Allah nimmt es ihnen weg im Jenseits und nur die Glut bleibt übrig. Also, wie die Gelehrten sagen, das Leuchten hat er ihnen weggenommen, aber die brennende Kraft des Feuers ist geblieben. In Jahannam, möge Allah uns davor bewahren. Ja. Was sagt es Sa'di zu diesem Gleichnis? Er hat das sehr detailliert beschrieben, Seite 38. Ihr Gleichnis ist wie das von jemandem, der ein Feuer anzündet, der also in tiefer Dunkelheit ist, ein helles Licht braucht und jemand anderes bittet, es für ihn anzuzünden, weil er selbst kein Mittel dazu hat.
Er verfügt nicht darüber. Wenn das Feuer seine Umgebung erhellt und er sieht, in welcher Lage er sich befindet, welche Schrecken es dort gibt und welche Sicherheiten, wenn er von dem Licht profitiert, es ihn tröstet und er glaubt, dass er darüber verfügen könne, in dieser Lage nimmt Allah sein Licht weg. Das Licht kommt ihm abhanden und mit ihm auch die Freude. Er verbleibt in der großen Dunkelheit und dem brennenden Feuer. Das Strahlen des Lichtes verschwindet und es bleibt nur sein Brennen. Er verbleibt in vielfachen Finsternissen, die Finsternis der Nacht, die Finsternis der Wolken, die Finsternis des Regens und die Finsternis, die nach dem Licht kommt. Also, das ist ein Gleichnis. Er sagt, genauso verhält es sich mit den Heuchlern. Sie verlangen nach dem Licht des Glaubens. Also Licht steht hier für Glaube. Sie verlangen nach dem Licht des Glaubens von den Gläubigen. Gibt uns mal auch Glauben. Doch die Heuchler zeichnen sich nicht durch Glauben aus, sodass sie vom Licht zwar im Diesseits profitieren, ihr Leben also und ihren Besitz retten. Sie hatten ja Angst, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie bekämpft und ihr Hab und Gut wegnimmt. Und eine Art von Sicherheit im Diesseits erreichen könnten. Während es aber so um sie steht, ereilt sie plötzlich der Tod und die Nutznießung dieses Lichtes wird ihnen entrissen. Stattdessen treffen sie Leid, Kummer und Strafe, die Finsternis des Grabes, die Finsternis des Unglaubens, die Finsternis der Heuchelei und die Finsternis der verschiedenen Formen des Ungehorsams und nach all dem die Finsternis des Feuers. Was für ein schrecklicher Aufenthaltsort. Das ist das erste Gleichnis. Dann erwähnt Allah Azza wa Jalla ein zweites Gleichnis. Wo waren wir? Welche? Ja, 17, ne? Ihr Gleichnis, genau. Allah Azza wa Jalla sagt, die Heuchler sind taub, stumm und blind für die Wahrheit, sodass sie sich vom Irrtum nicht abwenden können. Also taub, sie hören nicht im Sinne von was? Natürlich haben sie gehört den Koran, sondern dieser Koran gelangt nicht in ihre Herzen. Sie sind blind, natürlich haben sie den Propheten gesehen, sallallahu alaihi wasallam, aber sie profitieren nicht von diesem Blick. Wie Allah azza wa jal sagt, es erblinden nicht die Augen, vielmehr erblinden die Herzen in den Brüsten. Jetzt kommt ein zweites Gleichnis. Ihr Gleichnis ist auch, Ayah 19, das eines heftigen Wolkenbruchs mit Finsternissen, Donner und Blitz. In Todesangst vor den Donnerschlägen stecken sie ihre Finger in die Ohren. Allah umfasst die Ungläubigen mit seiner Gewalt. Der Blitz nimmt ihnen durch extrem grelles Gleißen beinahe das Augenlicht. Immer wenn er alles um sie herum erleuchtet, gehen sie voran. Und wenn es wieder dunkel wird, bleiben sie stehen. Wenn Allah will, könnte er ihnen ihr Gehör und ihr Augenlicht ganz nehmen. Denn wahrlich, Allah hat zu allem die Macht. Schauen wir uns die Fußnoten an. Fußnote 21. Der Wolkenbruch steht hier für den Koran. Die Finsternisse für den Unglauben. Die Donnerschläge für Allahs Warnungen. Und der Blitz für die klaren Beweismittel. Blitze sind hell und die Beweise des Korans sind erleuchtend, ja, oder hell. Die Heuchler aber stecken ihre Finger in die Ohren, um von der Wahrheit nichts hören zu müssen. Nächste Fußnote. Das immer wieder aufblitzende Licht bringt zum Ausdruck, dass sie manchmal die Wahrheit klar erkennen, sich aber wieder hochmütig abwenden. Die Heuchler sehen den Nutzen des Regens im Gewitter nicht, sondern empfinden nur Angst und Schrecken. Genauso sehen sie im Islam nicht die Rechtleitung, sondern nur Anstrengung und Härte. Was sagt As-Sa'di, rahimahullah, Seite 39. Ihr Gleichnis ist wie das eines Gewitterregens, also Wolkenbruch, Gewitterregen. Also wie Regen, der reichlich vom Himmel herabprasselt, voller Finsternis. Die Finsternis der Nacht, die Finsternis der Wolken und die Finsternis des Regens. Donner, also dem Geräusch, das aus Wolken kommt, und Blitz,
dem grellen Licht, das die Wolken begleitet. Jedes Mal, wenn er, also der Blitz in dieser Dunkelheit, ihnen Helligkeit verbreitet, gehen sie darin. Also machen sie Schritte. Und wenn es finster um sie wird, bleiben sie stehen. So steht es um die Heuchler. Wenn sie den Koran und seine Gebote und Verbote sowie seine Versprechen und Drohungen hören, sie stecken sich die Finger in die Ohren und wenden sich von seinen Geboten und Verboten sowie von seinen Versprechen und Drohungen ab, denn seine Drohungen erschrecken sie und seine Versprechen beunruhigen sie. Sie wenden sich so weit davon ab, wie sie können und verabscheuen ihn so sehr wie jemand, der Donner aus den Wolken kommen hört und sich deswegen aus Furcht vor dem Tod die Finger in die Ohren steckt. Doch jenem ist eine Rettung möglich. Einige Gelehrte sagen, warum gibt uns Allah hier zwei Gleichnisse? Einige Gelehrte sagen, es gibt zwei Formen von Heuchlern. Eine, die glauben gar nicht. Die glauben gar nicht und das war's. Andere, die haben Zweifel. Kann es sein, kann es nicht sein? Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala hier zwei Gleichnisse erwähnt. Einmal für jenen, der überhaupt nicht glaubt. Und einmal für jenen, kann sein, kann nicht sein, aber er profitiert trotzdem nicht, weil er nicht glauben möchte. Ja? Dann geht es weiter mit der Aussage Allahs Azza wa Jalla in Ayah 21. O ihr Menschen, dient einzig und allein eurem Herrn. Also hier, das war die letzte Ayah jetzt über die Heuchler. Also wir haben gesagt, 5 Ayat Gläubige, 2 Ayat Kuffar und der Rest bis dahin dürften 10 Ayat sein, über die Heuchler. Jetzt geht es weiter, eine Ansprache an die Menschheit. O ihr Menschen, dient einzig und allein eurem Herrn, der euch und alle vor euch erschaffen hat, auf dass ihr seiner achtsam seid und so vor dem Höllenfeuer bewahrt werdet. As-Sa'di sagt auf Seite 43, die Worte des Erhabenen, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget, also hier wurde es ja übersetzt, auf dass ihr seiner achtsam seid, also gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, bedeutet möglicherweise, wenn ihr nur Allah alleine dient, schützt ihr euch vor Allahs Zorn und Strafe, weil ihr dafür sorgt, diese abzuwehren durch eure Gottesfurcht. Möglicherweise bedeuten diese Wörter aber auch, wenn ihr Allah dient, gehört ihr zu den Gottesfürchtigen, die sich durch Gottesfurcht charakterisieren. Beide Bedeutungen sind authentisch, also sind zulässig. Sie hängen miteinander zusammen, denn wer vollkommen dient, gehört zu den Gottesfürchtigen. Und wer zu den Gottesfürchtigen gehört, ist vor der Strafe Allahs und seinem Zorn gerettet. Also er sagt, hier gibt es zwei Botschaften. Einmal, dass Allah erwähnt, was sie zu tun haben. Und eine andere Bedeutung ist der Lohn, wenn sie es tun. O ihr Menschen, wie heißt es, ihr Menschen, dient einzig und allein eurem Herrn. Und was ist dann das Resultat? Das Resultat ist, dass ihr gottesfürchtig werdet. Also, euer Sinn und Zweck der Existenz ist, dass ihr Allah dient. Die andere Bedeutung ist, wenn du Ibadah machst, wirst du gottesfürchtig. Dienst du Allah, dann wirst du gottesfürchtig. Und das zeigt, wenn ich meine Gottesfurcht vermehren möchte oder mehren möchte, was ist der Weg dazu? Indem ich eben mehr Ibadah mache, indem ich Allah Azza wa Jal mehr anbete. Dann berichtet Allah über seine Handlungen und der die Erde für euch eben und wohlgeordnet und den Himmel zu einem festen Bau wie ein Dach gemacht hat und der aus dem Himmel Wasser herabsendet und damit Früchte zu eurer Versorgung hervorbringt, so setzt Allah nichts gleich, wo ihr doch wisst, dass es keinen Schöpfer gibt außer ihm. Also Allah Azza wa Jalla sagt, er ist derjenige, der das alles gemacht hat, diese Erde, diesen Himmel. Warum dankt ihr dann einem anderen? Diese Gaben habt ihr doch von Allah subhanahu wa ta'ala. Warum betet ihr dann einen anderen an? Warum lobt ihr dann einen anderen? Das ist ungerecht. Dann geht es weiter. Wenn ihr aber anzweifelt,
was wir vom Koran auf unseren Diener hinabsandten, dann legt doch nur eine einzige gleichartige Sure vor und ruft eure Helfer an, die ihr anstelle Allahs anzurufen pflegt, wenn das, was ihr behauptet, wirklich wahr ist. Fußnote 24. Oder eine einzige Sure von jemandem wie ihm, nämlich vom Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also, mim mithlihi hat zwei Bedeutungen. Entweder es bezieht sich auf den Koran, also verfasst etwas so wie ihn, so wie wen, so wie den Koran, oder bringt etwas so wie ihn, also so wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Im Endeffekt ist es ja die gleiche Bedeutung. Ja, im Endeffekt sollen sie den Koran nachahmen. Aber nur jetzt rein sprachlich, dieses Pronomen ihn kann bedeuten Koran, ihr sollt einen gleichwertigen Koran hervorbringen, oder es kann bedeuten, ihr sollt das vorbringen, was er vorgebracht hat, wer er, Ar-Rasul alayhi salatu wasalam. In beiden Fällen bedeutet es, macht dem Koran nach, wenn ihr zweifelt. Deswegen hat er begonnen, die Sura mit Alif, Lam, Mim. Ihr kennt Alif, ihr kennt Lam, ihr kennt Mim. Bitte schön, ihr kennt die Buchstaben. Dann macht das. Und holt eure Leute, die das bestätigen. Ja, die Araber waren ja sprachgewandte Leute. Bitte schön, ihr habt Dichter und so weiter, Redner, die sollen dann mitmachen. As-Sa'di sagt auf Seite 44, diese und ähnliche Verse werden Verse der Herausforderung genannt. Auf Arabisch, Ayat al-Tahaddi. Herausforderung, bitte schön, macht einen Koran nach. Sie zeigen, dass die Geschöpfe nicht in der Lage sind, etwas wie den Koran hervorzubringen. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, tut ihr das aber nicht, könnt ihr keinen Koran hervorbringen, was wir vom Koran auf unserem Diener hinabsandten, dann legt doch nur ein, entschuldigt, tut ihr das aber nicht, und ihr werdet es mit Sicherheit niemals tun. Und das ist gewaltig, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zur damaligen Zeit sagt, ihr werdet es nie tun. Das sagt nur jemand, der sicher ist, dass kein Mensch das nachahmen kann. Ja? Tut ihr das aber nicht und ihr werdet es mit Sicherheit niemals tun, so nehmt euch vor dem Feuer in Acht, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind und das für die Glaubensverweigerer schon vorbereitet ist. Also Brennstoff sind Menschen und Steine. Es wurde von einigen Salaf erwähnt, dass das diese Schwefelsteine sind, oder? Also, oder was für ein Stein ist brennbar? Kibrit, oder nicht? Kibrit, diese Schwefelsteine. Auf jeden Fall, im Feuer brennen die Menschen und andere Dinge, ja? Wie zum Beispiel Steine, möge Allah uns davor bewahren. As-Sa'di sagt auf Seite 45, in seinen Worten, es ist für die Ungläubigen bereitet, also was steht hier in der Übersetzung, und das für die Glaubensverweigerer, also ungläubig, Glaubensverweigerer, wie du es übersetzen möchtest, wurde schon vorbereitet. Was sagt jetzt As-Sa'di dazu? In diesen Worten und ähnlichen Versen liegt ein Beweis für die Vorgehensweise der Anhänger der Sunna und der Jama'a, der Gemeinschaft, also Ahlus Sunna wal Jama'a. Nämlich, was können wir aus dieser Ayah ableiten? Dafür, dass das Paradies und die Hölle beide erschaffen sind. Anders als die Mu'tazila behaupten, eine Sekte. Außerdem liegt darin ein Beweis dafür, dass die Anhänger des Monotheismus, Al-Muwahhidun, selbst wenn sie große Sünden, also Kabair begehen, nicht für immer in der Hölle bleiben. Denn er sagt, es ist für die Ungläubigen bereitet. Wenn die Ungehorsamen unter den Monotheisten für immer darin blieben, wäre es nicht ausschließlich für die Ungläubigen bereitet, anders als es die Khawarij und die Mu'tazila behaupten. Weil die Mu'tazila und die Khawarij sind sich einig in dem Punkt, dass Sünder, Muslime, die sündigen, für immer in Jahannam kommen. Ja, sind Kuffar und bleiben immer in Jahannam. Und hier sehen wir, wie die Ulama auch immer auf die Aqida achten. Ja, wenn du eine Ayah liest, dass sie dich darauf hinweisen, dass diese Ayah richtig zu verstehen ist.
Dann machen wir inshallah ta'ala an dieser Stelle einen Halt und bihaulillahi ta'ala machen wir um die 10 Minuten Pause und dann geht es inshallah ta'ala weiter. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.